Herr Professor Horn, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ein von Volksbanken und Sparkassen gern bemühtes Sprichwort, ein überholter Ratschlag? Nein, das ist prinzipiell immer noch richtig. Es steht aber natürlich nichts in diesem Spruch darin, wie viel Rendite man auf das Sparen zu erwarten hat, sondern Sparen heißt in dem Sinne nur, man trifft Vorsorge für Notlagen, wenn man mal Geld braucht, das man vorher vielleicht erwirtschaftet hat. Es steht nichts darin von der Zinshöhe. Auf dem diesjährigen Kommunalforum vor einigen Wochen zog man am Ende das Fazit, die Teilenteignung des Sparers müsse jetzt endlich beendet werden. Ein Trugschluss? Das ist sicherlich sehr durch die deutsche Brille gesehen und von einem fundamentalen Unverständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge geprägt. Denn Zinsen kann man ja nicht zahlen ohne Zusammenhang mit dem Rest der Wirtschaft. Das heißt, die Zinshöhe hat etwas damit zu tun, welche Renditen ansonsten in der Wirtschaft erwirtschaftet werden. Und die europäische Wirtschaft ist noch nicht völlig aus der Krise heraus. Das heißt, die Renditen, die hier erwirtschaftet werden, sind noch nicht hoch genug, um auf geliehenes Geld auch hohe Zinsen zahlen zu können. Und das trifft dann den Sparer. Das Wort Enteignung ist völlig fehl angebracht. Man würde ja nie sagen, dass Unternehmen einen Anspruch auf Gewinne haben. Man würde nie sagen, dass jeder Arbeitnehmer, der arbeitet, Anspruch auf den Lohn hat, egal wie es dem Unternehmen geht. Der Sparer hat auch keinen Anspruch auf eine bestimmte Zinshöhe. Sie haben Mario Draghi als ausgezeichneten EZB-Präsidenten bezeichnet. Er mache geradezu die Hausaufgaben für Wolfgang Schäuble. Wie genau war das gemeint? Das war so gemeint, dass Mario Draghi alles versucht, was er kann, um die europäische Wirtschaft zu stabilisieren. Und er wird dabei alleingelassen. Eigentlich geht er weit über seine Aufgaben hinaus, denn mit Geldpolitik alleine lässt sich die europäische Wirtschaft nicht stabilisieren. Das ist wie pushing a string, sagt der Engländer, dass man einen Faden versucht zu drücken und das geht bekanntermaßen nicht. Die EZB bräuchte die Unterstützung der Finanzpolitik und dafür waren bis vor kurzem eben Wolfgang Schäuble unter anderem zuständig und der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Gibt es neue Hoffnung für den, ich sage es jetzt mal, den deutschen Sparer? Nun, es gibt Hoffnung für den deutschen Sparer, wenn die Bundesregierung das tut, was nötig ist, nämlich Europa wieder in Gang zu bringen. Wenn Europa wieder aus der Krise sich völlig befreit hat, wenn die Wachstumsraten wieder so hoch sind, dass Unternehmen sich mehr Geld leihen, dass viel mehr investiert wird, dann ist der deutsche Sparer auch wieder gefragt und dann kann er auch erwarten, dass er positive Zinsen für sein Sparguthaben bekommt. Im Übrigen steht dem deutschen Sparer ja frei, nicht einfach auf ein Sparbuch einzuzahlen, sondern andere Sparformen zu wählen, die höhere Renditen bringen.